Fragen ist, wer von euch benutzt Facebook? Twitter. Twitter. Diaspora. Diaspora. Ooh. Ich. And all of that data you enter there. All die Daten, die ihr da eingebt. Gets to a server. Geht zu einem Server. Gets into the hand of somebody who's geht using zu irgendwem, der das benutzt. Und der nächste Talk wird sich genau damit befassen, weil es auch intelligente Maschinen und Algorithmen gibt, die versuchen, daraus irgendwas zu machen. Also macht der Postdoc-Forscher Jennifer Helsbein aus Chicago, die zwischen Policy und Technologie arbeitet, wird jetzt fragen, wem geben wir diese Macht? Vielen Dank. Okay, so also, heute mache ich eine kleine Tour der intelligenten Systeme und wie sie gerade so benutzt werden. Und ich gucke mir ein paar Beispiele an, zusammen mit den Eigenschaften, die uns interessieren. Und zwischen Arbeit und Akademia, die damit gemacht wird. Also, fangen wir erstmal damit an, Kranzbergs erstes Gesetz der Technologie. Es ist nicht gut oder schlecht, es ist aber auch nicht neutral, es beeinflusst unsere Welt, es ist irgendwie eine Macht oder eine Kontrollmacht, die auf uns einwirkt. Und da wollen wir so ein bisschen reingehen mit den Intelligent Systems, die mehr kontrollierend sind. Wie wir alle wissen, wegen der immer kleiner werdenden Kosten von Speicherung und Berechnung und so weiter und den ganzen Devices, die wir alle benutzen, in allen Bereichen unseres Lebens, in unseren Häusern, in unseren Autos, auf unseren Armen. Und das ist halt sehr viel menschliche Kommunikation, die darüber läuft. Und ganz viel Daten darüber sitzen in Konzernen oder Regierungsdatenbasen. Da müssen wir halt gucken, was da passiert. Also wie man da rangehen kann, ist, ich könnte ein paar Menschen einstellen. Und diese Menschen könnten das alles menschlich auslesen. Wir brauchen dann viel Expertenwissen und dann können sie ein paar Entscheidungen machen oder wenigstens Empfehlungen. Ich habe ein kleines Problem mit. Erstmal ist das langsam, teuer. Dann ist es auch so ein bisschen biased. Also Leute haben halt bewusste unbewusste Vorurteile und das beeinflusst dann halt, wie genau das alles ist. Es könnte auch nicht transparent sein. Ich könnte teilweise nicht wissen, was für Entscheidung jemand da gefällt hat. Und vielleicht könnte ich es auch nicht verstehen oder jemand anders versteht nicht, weshalb er das selber macht, weil es sehr emotional ist. Und man kann das schlecht feststellen. Und vielleicht kann ich stattdessen einfach studieren und die besten Regeln für diese Entscheidung unterschreiben oder eine Maschine bauen, die die besten Regeln herausfindet. Also vielleicht ist das ein bisschen besser. Es ist relativ schnell. Es ist auch deshalb auch günstig. Vielleicht können wir es auch so bauen, dass es nicht so Vorteile hat, wie Menschen es vielleicht haben. Und weil ich das aufgeschrieben habe, weil ein Computer sie gebaut hat, und das kann ich das halt irgendwie transparent aufschreiben und das kann man dann beurteilen. Und so wird auch immer mehr Decision-Making gemacht, heutzutage Entscheidungen getroffen. Wir haben Daten, wir urteilen daraus und dann machen wir eine Aktion basierend darauf. Und das machen wir ein bisschen wissenschaftlich und optimisieren das ein bisschen. Und dann können wir da auch Experimente mitmachen. Wir können also herausfinden, welche Aktionen die besten Outcomes machen mit verschiedenen Leuten. Wir können zum Beispiel Incentive, also Lohnungen rausgeben, um bestimmte Sachen hervorzubringen. Und wir können mit der Umgebung ein bisschen experimentieren, vielleicht auch sehr kleine Veränderungen machen und so das Verhalten von Menschen ein bisschen verändern. Und so kann ich halt dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen tun, was ich möchte. Also ist dieses algorithmische Entscheidungstreffen, das in der Industrie benutzt wird und auch vielen anderen Sachen, zum Beispiel in der Astromedizin, immer neuen Bereichen erschließen wird, zum Beispiel auch in der Regierung. Wir haben zum Beispiel Empfehlungsengines, zum Beispiel bei Netflix, die uns sagen, was wir uns angucken sollten und was wir uns anhören könnten. 2009 hat Google personalisierte Suchergebnisse
Beispiel auch wenn du nicht eingeloggt bist. Und wir haben auch Facebook, das auch Filterung und Kuratorien benutzt, das euch zeigt, was für Nachrichtenartikel zum Beispiel ihr euch angucken solltet. Und das ist wichtig, weil viele Leute Nachrichten über diese Medien bekommen. Wir haben sogar algorithmische Journalisten, also automatische Systeme, die Artikel generieren über Sport oder Verkehr. Was man auch machen kann, das ist ein bisschen mehr recent, nicht so lange her, wo man halt bei politischen Kampagnen mit gucken kann, was für Sachen dabei rauskommen könnten, wenn die wählen und wählen. Und Sachen auf individueller Basis können dann überzeugt werden, was anderes zu tun. Und die benutzen überall Engines, die halt Sachen vorhersagen, von Verkehr bis Polizei. Und hat ein paar Vorteile, zum Beispiel können wir Sachen automatisieren, das ist gut, weil wir es vielleicht langweilig finden oder nicht schnell und schlau genug sind dafür. Wir können sehr viel Daten verwenden, die uns interessiert. Wir können Geld effektiver verteilen. Wir können damit Outcomes rausbringen, die uns besonders gut gefallen. Zum Beispiel, ja, und das machen wir immer mehr. Haben wir ein Ding, das entscheidet für uns, zum Beispiel in unserem Haus, das sagt, was wir machen sollten. Also könnte es einige Implikationen geben, die wir haben möchten bei diesen Systemen. Und wir wollen diese Systeme an diesen Daten arbeiten lassen, um die entsprechenden Ergebnisse zu haben. Aber es könnte natürlich sein, dass da Ergebnisse rauskommen, die wir gar nicht so haben, weil das ist eine ganz neue Gegend und eine ganz neue Ära und die Leute fangen erst an, dran zu kratzen an dieser Systeme. Und dieser Ansatz bringt Leute, schiebt Leute in bestimmte Richtungen mit den Nachrichten, die es verrissen. Und die Werte, die uns wichtig sind, werden nicht automatisch in diese Systeme mit eingebacken. Es ist auch, dass manche dieser Systeme Arbeit, die wir nicht mögen, automatisiert, zum Beispiel Massenüberwachung. Und selbst dieselben Systeme haben verschiedene Konsequenzen, je nachdem, durch wen sie benutzt werden. Zum Beispiel, wenn ich vorhersagen kann an Suchanfragen, wer in ein Krankenhaus eingeliefert werden wird, dann sind vielleicht manche Leute daran interessiert. Zum Beispiel ein Arzt könnte das wissen, aber gibt diese Daten einer Versicherungsfirma und dann haben wir eine ganz andere Implikation. Also der Punkt ist, dass diese Strukturen beeinflussen, wie Menschen miteinander interagieren und auch mit der Gesellschaft interagieren und auch mit den Regierungen und sie beschränken auch, was Menschen tun können und deswegen sollten wir uns darüber Sorgen machen und deswegen, jetzt suche ich mir einen extremen Fall an und das ist dieses chinesische soziale Kreditsystem, ein sehr, sehr herausforderndes Benutzen von Daten. Und zwar wertet das jeden Bürger von China anhand seines oder ihres Verhaltens an. Das heißt, es gibt diverse Parameter, die von verschiedenen Firmen in China veröffentlicht werden. Und die sind momentan freiwillig, aber ab 2020 wird dieses Systems oder ein Nachfolger dieses Systems wird Pflicht für alle Bürger sein. Und dieses System hat Bürger und das sind riesige Datenquellen damit verbunden. Einige davon sind Finanzdaten, kriminelle Vergangenheit, wie viele Punkte ihr in Flensburg habt, medizinische Informationen, zum Beispiel Birth Control Pillen, was du gekauft hast, zum Beispiel, wenn du Spiele kaufst, zum Beispiel, dann wirst du im System nach unten geschoben. Manche dieser Systeme, aber nicht alle, haben auch Beeinflussung oder werten auch soziale Medien aus, zum Beispiel politische Botschaften, die du in sozialen Medien postest. Und einer der interessantesten Teile ist auch die Analyse des sozialen Netzwerks, also die Verbindungen zwischen Menschen. Also wenn du eine enge Verbindung zu einem anderen Menschen hast und dieser andere Mensch hat einen niedrigen Kreditscore, dann wirkt sich das auch auf dich auch aus. Die Art, wie diese Bewertungen generiert werden, ist geheim. Und laut der Beschreibung dieser Systeme durch die Regierung ist das Ziel, die Ehrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit
der Kultur in einem System weiter fortzutragen. Aber es wird noch besser. Es gibt ein Portal, das Bürgern denn erlaubt, die Werte anderer Bürger nachzusehen. Und viele Bürger finden das toll. Sie glauben, das ist ein lustiges Spiel und posten das oft in den sozialen Medien. Und sie tun ihren Wert auch in ihre Dating-Profile. Und wenn du nämlich einen hohen Wert hast, dann bist du wie in einem exklusiven Club. Du wirst in Hotels besser behandelt und so weiter. Aber der Nachteil ist, wenn du nicht in diesem Club bist und einen niedrigen Wert hast, dann hast du Nachteile. Zum Beispiel, du kannst keinen Kredit beantragen, du bekommst kein gutes Haus, keinen guten Job. Manche sagen sogar, dass Visen beeinträchtigt sind oder eingeschränkt sind. Und ein System wie das hier für einen Staat ist tatsächlich die optimale Lösung für das Problem der Öffentlichkeit. Das ist ein ganz einfacher, subtiler, bösartiger Einfluss auf die Gesellschaft. Du musst gar nicht so viel machen, um die Bürger in der Linie zu halten. Du kannst sie einfach nur dafür sorgen, dass sie sich gut verhalten und sich gegenseitig beobachten, und du hast keine großen Gefängnisse mehr und alles nur dafür, dass du im Endeffekt die Leute billiger überfahren lässt. Aber was sind die Einschränkungen in diesem System? Gibt es Einschränkungen? Gibt es Überwachen? Gibt es Sachen, die verhindern, dass du falsche Eingaben in dieses System eingeben kannst? Gibt es eine Art für Leute, ihren Wert zu verbessern, wenn er nicht stimmt? Oder ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man durch den niedrigen Wert zum Beispiel weniger Zugriff auf Jobs hat und dann hat man deswegen weniger Einfluss auf neue Möglichkeiten? Also gehen wir schnell einen Schritt zurück. Was wollen wir denn? Das wollen wir zumindest nicht, aber wir wollen wirklich verstehen, welche Fragen sollten wir an unsere Systeme stellen, die wenig überwacht werden und wenig beobachtet werden. Und wir möchten deswegen sicher sein, dass wir nicht wie schlafwandlerisch in eine Richtung gehen, wo wir noch mehr Macht verlieren an diese Systeme der dezentralen Kontrolle. Und wenn wir das schon haben, dann ist die Frage, was können wir verbessern? Wenn wir solche Systeme implementieren, was können wir anders machen? Gibt es Werte, die uns als Menschen wichtig sind und die wir beachten sollten? Die erste Sache, über die wir sprechen sollten, ist Privatsphäre. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns alle. Und wir brauchen Privatsphäre und Diskretion. Und deswegen ist es wichtig, dass Algorithmen die schützen. In diesem Talk spreche ich über die anderen Aspekte, weil es ist nicht nur die Privatsphäre, die uns Sorgen machen sollte, sondern wir möchten auch faire Systeme haben. Und wir wollen transparente Systeme haben. Wir wollen keine undurchsichtigen Entscheidungen, die einfach über uns gefällt werden, die möglicherweise einen starken Einfluss auf unser Leben haben. Und wir müssen auch Verantwortlichkeit haben. Wir müssen Mechanismen haben, die Verantwortlichkeit. So, im Rest des Talks schaue ich diese Dinge an und gebe einige Beispiele. Also das erste ist Fairness, das heißt, das ist eine Gegend, in der möglicherweise Vorteile sind bei Entscheidungen, die von Maschinen gefällt werden. Vor allem bei bisher eher historisch unfairen Systemen, wie zum Beispiel Gesetzesumsetzung. Also zum Beispiel manche Polizeiabteilungen benutzen vorhersagende Polizeiarbeit. Das heißt, das bringt die Polizei dazu, ihre Ressourcen in einer vorhersagenden Art und Weise einzusetzen. Das heißt, wenn du vorhersagen kannst, wo Verbrechen begangen werden und von wem, dann kannst du Cops direkt dahin stellen oder diese Leute verfolgen lassen und dann werden die Verbrechen nicht stattfinden, also wie Pre-Crime sozusagen. Also das kann man auf verschiedene Arten machen. Eine Art ist, das auf einer individuellen Ebene zu machen. Also für jeden Bürger schätzen wir das Risiko, dass dieser Bürger Gewalt verursachen wird, und dann wirst du einfach die Leute markieren, die besonders gewalttätig sein könnten. Das wird gemacht momentan in Chicago zum Beispiel vom Chicago Police Department, und die haben eine Heatlist von Bürgern, die am ehesten wahrscheinlich sind, dass sie Gewalt verüben oder Opfer von Gewalt werden. Und das sind Daten, die Polizei aufrechterhält und pflegt. Und die Features dieses Modells sind zum Beispiel, die sind aus der kriminellen Geschichte zum Beispiel. Wurden sie schon mal involviert in Gewalt oder haben sie mit Drogen Kontakt gehabt? Aber ein anderer Fakt ist Informationen, die aus den sozialen Netzwerken kommt. Zum Beispiel, mit wem interagierst du? Und das wird in diesen Polizeidaten gespeichert.
wenn Polizisten Interviews draußen durchführen zum Beispiel oder andere Daten, die werden alle in diesen Risikowert mit einfließen. Eine andere Methode, die die meisten Firmen machen, ist nicht auf der individuellen Ebene, aber stattdessen die Gegenden sich anzählen. Also zum Beispiel, wenn ich mir hier meine Stadt aus ansehe und mir die Kriminalstatistiken ansehe und dann noch ein paar andere Daten, dann kann ich schauen, welche Gegenden sind am gewalttätigsten, und dann kann ich die markieren und dort Polizisten hinschicken. Und jetzt schauen wir mal ein paar Hilfsmittel an, die das so machen. Hier sind drei Firmen, die diese geografischen Vorhersage-Polizeisysteme verkaufen. Also Predpol hat ein System, das vor allem auf Kriminalstatistiken und die Art und Weisen benutzt. Hanschlepp benutzt weitere Daten, zum Beispiel auch das Wetzer. Und Hitachi macht es noch ein neueres System, das ein Analyse-Tool hat, das auch soziale Medien mit involviert. Und diese Systeme werden benutzt in mehr als 50 Städten in den Vereinigten Staaten. Okay, warum kaufen Polizeireviere das? Manche Polizeireviere kaufen das, weil sie als vertrieben werden als faire Systeme, also die nicht voreingenommen sind. Und diese Firmen machen Statements wie zum Beispiel diese hier. Also die Referenzen übrigens werden später noch ins Internet gestellt. Also Hitachi sagt zum Beispiel, das System ist anonym, es zeigt ja nur die Gegend und nicht eben individuelle Menschen. Und Predpol sagt zum Beispiel, dass sie persönliche Freiheiten und andere Sorgen eliminiert. Und Hanschlepp sagt, dass das System Prioritäten der öffentlichen Sicherheit priorisiert und nicht nach Rasse oder ethnischen Aspekten ausfiltert. Also fragen wir uns mal im Detail, was meinen wir denn mit Fairness? Wenn wir über Fairness sprechen, dann meinen wir ein paar Sachen mit individuellen Menschen. Wenn ich jetzt Menschen gegenüber fair bin und dann in einen Prozess durchgehe, dann denke ich mir, das ist unfair, wenn ich Menschen anders behandle. Aber es gibt auch ein paar geschützte Attribute, die wir nicht wollen, damit dass jemand dafür diskriminiert wird. Das ist dann die Gruppenfairness. Können wir auf statistische Unterschiede gucken zwischen Gruppen, zwischen Gender, Rasse und so weiter und so fort. Und wir schätzen das nicht immer so bei allen Fällen, aber das ist halt teilweise echt unterschiedlich. Dann gibt es auch Fairness in Fehlern. Zum Beispiel alle Vorhersagensysteme machen Fehler. Und wenn die Fehler konzentriert werden, dann könnte das auch Unfairness bedeuten. Das ist zum Beispiel bei Facebook, weil indianische Menschen eher Profilbilder hätten, die irgendwie aussehen als weiße Menschen. Also da solltet ihr diese Fairness euch ansehen. Wie kann also vorhersagende Verwaltung da Probleme haben? Zum Beispiel das Training-Data-Problem, also dass einige Systeme nutzen nur Verbrechensstatistiken, einige alles. Ein Problem ist, dass Verbrechensdatabases meistens nur Kriminalfälle drin haben, die auch wahrgenommen wurden. Also die Polizei nur wahr, was sie wissen, was schon passiert, durch Patrouillen oder Deckung und so weiter. Oder dadurch, dass jemand anruft. Und Menschen müssen sich halt so fühlen, dass es eine gute Idee ist, die Polizei anzurufen. Und einige Verbrechen haben da weniger Probleme als andere, zum Beispiel Gewalt mit Pistolen, was ziemlich oft mitgeteilt wird. Dann gibt es halt auch den Racial Profiling-Aspekt, das einfach auch mit reinfällt, weil halt vorurteilsbehaftet Policing betrieben wird, zum Beispiel mit Marihuana-Haftung, wo Schwarze einfach viel öfter verhaftet werden als Weiße, obwohl die ungefähr gleich viel Drogen konsumieren innerhalb ein paar Prozent.
So kann zum Beispiel Fehler entstehen. So gucken wir uns mal dieses Policing hier an. Hier ist die Gefahr, dass, wenn das System nicht vorsichtig gebaut ist, dass dieses Verbrechensbereich Profiling halt nur auf schon bestehende Vorurteile aufgebaut werden. Offensichtlicher Fehler ist, öffentliches Problem ist, dass geografiebasierte Verbrechen nicht wirklich anonym sind, weil Rasse und Ort ziemlich sehr korrelieren in den USA, und das kann eine Maschine ziemlich gut lernen. Und ein anderes Problem ist, dass für individuelle Fairness, dass einige Boxen in diesem System sehr klein sind, zum Beispiel bei Predpol sind 400 x 400 Fuß, also nur ein paar Häuser. Das heißt, dass Polizeibeamte hast, die vielleicht deinem Zuhause einquartieren, und ein paar Blocks weiter ist dann jemand, der nicht in diesem Ding ist, und das ist dann nicht wirklich fair. Also die wirkliche Frage ist, vor allem, weil es kein Opt-out gibt, man kann nicht irgendwie da raus in einer Stadt wohnst, die das hat. Da musst du mit zurechtkommen. Und sehr schwierig herauszufinden, was wirklich passiert, weil der Algorithmus geheim ist. Und in diesen Fällen wissen wir nicht alle Details, wissen nicht genau, was benutzt wird, wissen auch nicht genau, was dabei rauskommt. Zeitstrategien zum Beispiel, das zu nageln und zu sehen, dass diese Sachen alle valide sind, die Behauptungen der Firmen. Müssen wir die Inputs und Outputs der Systeme halt ansehen und sehen, was passiert. Wenn das alles ganz toll ist, dann soll es ja kein Problem geben. Das ist also zum Beispiel eine Rolle, die Advokaten da machen können. Zum Beispiel, wenn wir anfangen, dafür anzuschieben, dann könnte das auch die Leben von Menschen beeinflussen. Und das führt uns sehr gut zu Transparenz. Wir wollen also wissen, was machen diese Systeme. Aber das ist sehr schwierig, dafür, das habe ich schon erklärt. Zum Beispiel, selbst wenn wir nur wissen wollen, wie Google Search Algorithmen funktionieren, erstmal, weil es personalisiert ist, weil jeder User quasi nur einen Endpunkt sieht, das ist ein sehr isoliertes System zu dem, was andere Menschen sehen. Und ein Problem, warum das schwierig ist, das transparent zu machen, ist, weil es sehr kompliziert ist. Ein Algorithmus kann so komplex werden, dass wir nicht wirklich verstehen, nicht mal für die Designer, was da eigentlich passiert. Designer könnte wissen, dass dieser Algorithmus Matrizen verbessert, aber nicht unbedingt ein solides Verständnis davon haben, was genau das Ding jetzt eigentlich macht, als Inputs benutzt. Das geht dann auch wieder in die Fairness über. In manchen Fällen ist es vielleicht nicht eine gute Idee, ein super kompliziertes Programm auszustellen, sondern halt mehr einen Algorithmus rauszufahren, der den Menschen verstehen können. Und den Einfluss, den diese Systeme haben, ist sehr viel Einfluss haben und ein großartiges Ziel für Manipulation sind, zum Beispiel von einer Organisation, die das System kontrolliert, oder einem Insider in der Organisation oder irgendjemand anderen, der in die Security reinkommt. Also es ist also ein interessantes akademisches Werk, das darum geht, Search Rankings ein kleines bisschen zu verändern, um politische Ansichten zu verändern. Also Leute klicken eher auf die Top Search Results, also auf die 92% der Klicks so. Dann, wenn wir es vielleicht ein bisschen umdrehen, ein bisschen was rauswerfen, dass wir dann die Ansichten von Menschen verändern können, das so subtil machen, dass das niemand bemerkt. In dieser Studie haben sie ein Experiment gemacht, 2014 in den Elections in Indiana, in Indien, die dann geguckt haben, Einflüsse gemacht haben in kleinen Nummern, dass es die Wahl nicht beeinflussen konnte, und dann haben sie das in Kontroll- und manipulierte Gruppen aufgeteilt und haben wir diese Leute das Web browsen lassen. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass dieser Mechanismus sehr effektiv ist, um die Präferenzen von Wählern zu verschieben.
der Studie ging es dann um 20% Veränderung. Und selbst wenn man den Leuten erklärt, dass das passiert, also es ihnen sagt, werden ihre Suchergebnisse verändern, dann waren sie trotzdem völlig unfähig, das irgendwie zu verkleinern. Also die Fehlermengen, manche Wahlen sind sehr klein und man konnte mit 25% Veränderungen in die Wahlen reinbringen. Und der Bias ist so klein, dass man das dann nicht merkt. Und alle Menschen, egal wie intelligent wir denken, wir sind, wir sind alle Subjekt dieser Manipulation. Wir wissen es einfach nicht. Also, ich sage jetzt nicht, dass es passiert, aber jetzt gibt es jetzt keine Regulierung, die das stoppen würde. Man kann das wirklich wahrnehmen. Also gibt es einen großen Machteinfluss hier, worüber wir nachdenken sollten. Es ist also nicht nur, aber nicht nur Firmen, die darüber nachdenken, die das verändern können. 2010 hat der Premierminister von Großbritannien, David Cameron, das UK Behavioral Insights Team gegründet. Was sie machen ist, dass sie die Verhaltenswissenschaften und prädiktive Analyse benutzen, damit Menschen bessere Wahlen treffen in der Gesellschaft, was zusammen mit der Regierung. Und in Obama hat das dann auch eingeführt, um das klar zu machen. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich ein bösartiger Plan ist. Ich glaube, dass das wirklich viel wert sein kann und einen positiven Einfluss haben könnte. Aber wenn es um Verhaltensmanipulierung geht, teilweise offen, dann müssen wir da sehr gut drauf gucken und wir müssen dann denken, was die Systeme optimieren. Das wissen wir vielleicht nicht immer oder verstehen auch nicht immer. So for example, for industry, zum Beispiel wenn in der Industrie, dann wissen wir es ungefähr. Die Industrie interessiert sich dafür, dass man Leute mehr Zeit auf ihrer Webseite verbringen, wollen, dass sie mehr auf Werbung klicken, oder auf Newsfeeds klicken und sie wollen, dass ihr Sachen mögt und natürlich fundamental Profit. Wenn man das alles ansieht, dann ist das alles ziemliche ernsthafte Einflüsse in den letzten 10 Jahren. Medien werden halt auf Klicks motivieren, Klicks optimieren und damit so ein Bottom, Race to the Bottom in Sachen Qualität dann auslösen. Und das mögt dann in Sachen Qualität nicht mehr der beste Zugang sein. Also Facebooks öffentliches Ziel ist, dich glücklich zu machen. Aber das ist ein Problem, weil Menschen bekommen die Nachrichten 20% nach Pew, kriegen ihre Nachrichten durch Facebook. Menschen wollen nicht Krieg und Leichen, weil das sie sich schlecht fühlen wird. Also das optimiert halt nicht für eine informierte Population, sondern eine amüsierte und zeitverschwendete Bevölkerung, die ihre Zeit mit Katzenbildern verschwendet. Und in der Politik passiert sowas Ähnliches. Diese politischen Kampagnen, die diese prädiktiven Systeme benutzen, die optimieren für Wählerstimmen, für die Kandidaten. Statt eine politische Kampagne zu führen, die eine offene Diskussion der Probleme des Landes ist, wird es dann einfach nur ein Persuasion Game, ein Überzeugungsspiel. Und das ist nur gut für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Das wird auch nur Leute betreffen, die unentschieden sind. Die kriegen nämlich die meiste Aufmerksamkeit. Es gibt auch Algorithmen, die natürlich dafür benutzt werden und Projekte, die dafür benutzt werden, dass Regierungsdienste besser benutzt werden, zum Beispiel die Registrierung von Wählern oder das Gesundheitssystem oder das Ergebnis von Wählen. Aber manche Regierungssysteme optimieren eben auch auf Compliance. Und das ist etwas, was wir definitiv sehr genau beobachten müssen.
Und das ist eine gute, ein gutes Zitat, das das Problem beschreibt. In einigen Arten und Weisen erschränken wir möglicherweise unseren Horizont ein durch die Gefahren von diesen Tools. Und das ist besonders schlecht für politische Aktionen, weil politische Aktionen nun mal Leute braucht, die eine gemeinsame Erfahrung haben und deswegen in der Lage sind, zusammenzuarbeiten gegen Druck, um Probleme zu reparieren. So, Nummer 3, Verantwortlichkeit. Wir müssen also Überwachungs- oder Überprüfungsmechanismen haben. Also zum Beispiel vor allem bei Fehlern ist es sicher, das ist ganz wichtig für bürokratische oder zivile Systeme. Wenn ein Algorithmus eine Entscheidung trifft, dann wollen wir nicht immer, dass die Menschen einfach nur diese Entscheidung annehmen müssen. Und das ist nur eins der Probleme, die wir hier haben. Also es gibt zum Beispiel einige Fälle von Computeralgorithmen, die eine Entscheidung treffen und dann konnten die Menschen diesen Fehler nicht mehr beheben. Zum Beispiel dieser Fall hier in Georgia, in den Vereinigten Staaten, wo zwei junge Menschen zur Führerscheinbehörde gegangen sind und sie sind Zwillinge und sie wollten ihren Führerschein abholen, aber sie wurden beide von einem Forward-Algorithmus, der ähnliche Gesichter markiert und deswegen die Entwickler hatten offensichtlich nicht daran gedacht, dass es auch Zwillinge geben könnte. Und im Endeffekt müssten sie dann einfach gehen, ohne Führerscheine zu gehen, weil die Leute in der Führerscheinstelle eben nicht sie ihnen ihren Führerschein ausgeben konnten, weil sie ihre Systeme nicht überschreiben konnten. Also wie von Franz Kafka. Es gibt aber auch Fälle von Fehlern, wo die Menschen das gar nicht bemerken, bevor es nicht zu spät ist und schon Dinge passiert sind. Manche davon zum Beispiel sehr schwer, weil manche Menschen einfach nur der Maschine glauben. Also das hier ist ein Beispiel aus San Francisco. Automatische Leser von Nummernschildern, der also die Nummernschildtexte liest und die normalerweise vergleicht mit einer Liste von Interessanten. Und San Francisco benutzt die, die sind oben auf Polizeiautos festgeschraubt. Und in diesem Fall hat dieses System ein Auto markiert und das war das Auto einer 47 Jahre alten Frau. Und das war ein unscharfes Bild und es hat das als Place of Interest markiert, einem gestohlenen Fahrzeug. Und dann haben sie sie gestoppt und sie haben sie aus dem Auto genommen und sie haben sie und das Auto durchsucht und sie musste sich hinknien und sie wurde mit einer Waffe bedroht mitten auf der Straße. Das heißt, wie viel sollten wir wirklich diese Systeme überwachen? Weil es ist definitiv der Fall, dass einige dieser Systeme, da ist ein Fehler nicht so wichtig, aber in diesem Fall war ein Fehler in diesem Algorithmus, dass diese Person einfach plötzlich mit einer Waffe bedroht wurde, mitten auf der Straße, wo sie unschuldig war. So, das bringt uns zu, wir brauchen eine Art und Weise, Informationen herauszufinden, darüber, was eigentlich los ist. Wir können nicht warten, bis diese Vorfälle passieren, bevor wir nicht Informationen aus dem System herauskriegen. Also Audits sind eine Art und Weise in Situationen, wo wir Inputs und Outputs haben. Also zum Beispiel bei Google oder Facebook können wir das machen, wenn wir die Eingaben haben, zum Beispiel Test-Accounts oder auch echte Accounts, die dann von Leuten, die dann zusammenarbeiten. Also das wurde zum Beispiel gemacht 2012 während der Obama-Wahlkampagne und Leute haben festgestellt, dass sie verschiedene E-Mails von der Obama-Wahlkampagne bekommen haben und sie waren daran interessiert, welche Faktoren das beeinflussen, warum die E-Mails sich ändern. Und ungefähr 200 Leute haben ihre E-Mail-Adressen angegeben und haben dann einiges an Informationen herausbekommen, was die Antwort-E-Mails beeinflusst und was nicht. Also da gab es tatsächlich erfolgreiche Einflussmaßnahmen. So, also wir vergleichen die Eingaben und dann schauen wir, warum eine Sache einem Benutzer gezeigt wurde ist und einem anderen Benutzer oder Benutzerin. Und es gibt natürlich mögliche juristische Sachen, die wir da über die wir nur nachdenken können, aber gut. Beispiel, wenn wir Algorithmen analysieren wollen, die Werbung verteilen. Eine Art und Weise ist, ein Browserprofil zu erstellen und dann eben nachzusehen, welche Werbungen wir sehen. Und das ist eine Art und Weise, wie Akademiker das machen. Und damals musste man dafür noch keine Accounts machen. Also das hier ist eine Studie, die
auf der Privacy Enhancing Technologies Konferenz präsentiert worden ist. Und die Forscher erstellen eine Reihe von Internet-Surf-Verhaltensprofilen, die nur in einer Sache sich unterscheiden, und dann schauen sie, welche Werbungen da dann herauskommen. Das heißt, es ist ein randomisierter Test, aber ich habe hier die Randomisierung rausgelassen, damit es einfacher aussieht. In einer Studie haben sie das Gender verändert. Das heißt, sie haben die Surf-Verhalten-Profile, den einen auf männlich und das andere Profil auf weiblich eingestellt, und sie wollten sehen, gibt es einen Unterschied zwischen welche Werbungen den Menschen gezeigt wird, wenn alles identisch ist außer dem Gender. So, es stellt sich raus, dass das der Fall ist. Eine weitere Seite zeigt Google Chefpositionen viel mehr an Männer als an falsche Frauen, zeigte die Studie. Und diese Art von Audit zeigt nicht alles, was ein Algorithmus macht, aber es kann manchmal interessante statistische Unterschiede feststellen. Also, das bringt uns zur fundamentalen Frage. Genau jetzt haben wir keine Kontrolle über diese Systeme, und wir brauchen wirklich diese Vorhersagesysteme, wir brauchen, dass die von uns kontrolliert werden, damit sie eben nicht uns kontrollieren. Das heißt, es gibt Technologien, die ich euch zeigen möchte, die wir definitiv, wir brauchen eben Tools, die das beheben können. Also das Erste ist, wenn wir die Daten, die wir haben, minimieren, dann kann das helfen. Das heißt, wenn wir Systeme erstellen, die privat schon vom Design her privat sind, dann ist das und standardmäßig, dann hilft das auf jeden Fall. Das andere sind Audits, die sind definitiv hilfreich. Da gibt es aus der akademischen Sparte einige Tools. Das Werbungsexperiment zum Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, wurde mit Ad Fisher gemacht. Also das sind zwei Hilfsmittel, die ihr benutzen könnt zum Auditieren. Eine andere Technologie, die auch normalerweise hilfreich ist, aber vor allem eben bei diesen Vorhersagealgorithmen, ist ein Anonymitätssystem wie Tor, weil es unmöglich ist, ein System zu personalisieren, wenn jeder genau wie jeder andere aussieht. Das, was es nicht so wirklich gibt, ist etwas, was wir aber trotzdem brauchen, ist ein Tool, um die Landschaft zu betrachten. Also wie wir aus diesen wenigen Studien wissen, ist es so, dass verschiedene Leute das Internet auf verschiedene Art und Weise sehen, und deswegen mögen wir die Zensur nicht. Zum Beispiel reiche und arme Leute, wissen wir aus dieser Forschung, es gibt zum Beispiel Preisdiskriminierung im Internet. Also zum Beispiel arme und reiche Leute sehen verschiedene Internete, Frauen und Männer sehen verschiedene Internete. Wir wollen wissen, wie sieht diese Landschaft überhaupt aus, und das könnte der Anfang eines Verteidigungssystems sein gegen diese Technologien, die das beeinflussen. Ein anderer Ansatz ist Obfuskation oder Verschleierung. Wir verschleiern. Okay. Es gibt zum Beispiel dieses System Ordnogem, das eben jede Werbung automatisch anklickt, um damit alle Daten nutzlos zu machen. Facebook, Google, diese Internetgiganten, die haben alle Milliarden von Usern, und manchmal nennen sie sich gerne neue öffentliche Verwaltung, und deshalb brauchen sie halt auch mehr Regulierung. Das ist schon ein Problem, was es da geben kann. Eine Studie, die Facebook gemacht hat, ist, dass es einfach keine Ethics Review gibt. Zum Beispiel in der akademischen Bereich muss man, wenn man Menschen erforscht, das alles durch ein Ethikboard führen, das es da einfach nicht gibt. Das haben viele Firmen einfach nicht. Aber wir wollen einen unabhängigen Ethikrat, der so etwas tut. Und wir brauchen sehr dringend dritte Parteien, die Audits durchführen. Manche Firmen wollen das nicht wegen irgendwelcher Probleme. Das ist ein Problem, sollte man vielleicht Leute beschäftigen, die nicht von der Firma beschäftigt sind, um da Audits durchzuführen, damit wir dann wissen, dass da Sachen irgendwie sinnvoll durchgeführt werden. Also, um das abzuschließen, algorithmische Entscheidungen sind
hier und die gehen auch immer weiter vorwärts. Und wir müssen herausfinden, was dann so die Sicherheitszäune dafür sein sollen. Und wir brauchen da viel mehr Offenheit in diesem System. Und so wie es jetzt ist, wissen wir nicht, was passiert. Wir müssen sehr aufpassen, wo und wie diese Systeme benutzt werden. Und ich denke, diese Community hat eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Sollte studieren, was passiert, und ein bisschen die Debatte anführen und gucken, was passiert, und wenn möglich halt widerstehen, also Widerstand zeigen. Und vielen Dank. So, let's have a question and answer. So, dann lass uns noch eine Frage beantworten. Mikrofon 2, bitte. Nachdem diese Pre-Crime-Software auch mit dem Copland-System in Süddeutschland, vor allem in Bayern und Nürnberg, erschienen ist, wo sie Einbrüche damit verhindern wollen mit dieser geowarischen Analyse, das bringt mich zu dieser zweifachen Frage. Zuerst, hast du auch von irgendwelcher Forschung gehört, die die Effektivität dieser Maßnahmen misst? Also, und zweitens, was hältst du von der Spieltheorie, was wenn die Bösen von diesem System wissen und dann dieses System absichtlich beeinflussen? Also zum Beispiel, ein Polizeioffizier hat gesagt, das System wird benutzt, den Kosten von Polizeiarbeit zu reduzieren. Das heißt, schicken die Leute einfach nur dahin, wo die roten Flaggen sind. Ja, so das mit die Effektivität dafür zu testen. Manche Firmen zufällige Versuche durch, machen mal auch unabhängig Studien zum Rand. In their report, they claim that there was no statistically significant difference. Behaupten, dass es eigentlich keine statistischen Unterschiede gibt, dass sie keine Unterschiede finden. Vor allen Dingen bei Eigentumsdiebstahl. Und so wie es jetzt ist, gibt es da widersprüchliche Reports zwischen unabhängigen Auditern und dem, was Firmen behaupten. Und da braucht es auf jeden Fall mehr Studien. Und das Zweite nochmal? What about the guys gaming the system? Oh, yeah. Und dann gibt es noch den legitimen Problem, wenn alles öffentlich zugänglich ist, dass dann besonders Bösen dieses System manipulieren können. Und ich glaube, dass es da ein Problem mitgeben könnte, ja. Mikro 3? Also, das ist tatsächlich keine Frage, sondern nur ein Kommentar. Ich fand deinen Talk sehr schön. Vor allem, nachdem ich den anderen Talk in Saal 1 heute Nachmittag angesehen habe, sag Hallo zu deinem neuen Boss, nämlich Algorithmen, die mit Big Data trainiert werden und die dann eben Entscheidungen machen. Und ich glaube, diese beiden Talks könnten ziemlich gut zusammenpassen. Und wenn Leute daran interessiert sind, an diesem Thema, dann sollten Sie möglicherweise den anderen Talk auch später ansehen, weil er sehr gut hier reinpasst. Ja, es war großartig. Mikrofon Nummer 2, please. Mikro 3? Yeah. Ja. Du hast erwähnt, den Bedarf nach einer dritten Partei, die das alles überprüft und da in diese Algorithmen hineinsieht und da überprüft, was die machen. Und kannst du noch ein bisschen drüber sprechen, über was wir in Zukunft mit Regulationen machen können, was für Strukturen da kommen müssen, um diese Blackboxes zu analysieren, die überall auftauchen plötzlich und mehr und mehr unser Leben kontrollieren. Was für Diskussionen gibt es da und was für Möglichkeiten gibt es da? Und ich bin mir sicher, dass Firmen da einiges dagegen haben, überhaupt, dass die Leute in ihre Algorithmen Einsicht nehmen. Ja. Ja, sicherlich werden Firmen da ziemlich viel Widerstand zeigen, wenn Leute in ihre Algorithmen reingucken. Es ist also sehr
rigoros sein und ein richtiges, hartes Audit durchführen und dann braucht man Leute, die da reingehen und Sachen unterschreiben und in die Sachen reingucken. Das ist eine Möglichkeit. Was anderes wäre, dass die akademischen Forscher, die ein paar Experimente gemacht haben, herausgefunden haben und diese Sachen, Versuche müssen aufgedeckt werden. Und es gibt keine richtigen systematischen Versuche. Zum Beispiel in der Zensur finden wir klare Versuche, das möglichst oft zu messen. Das kann schon ein Übersichts-, ein Überwachungsmechanismus dagegen sein. Aber im Moment wissen wir das alles nicht so richtig. Und es gibt nicht so viele Leute, die das verifizieren, wie das dann implementiert wird. Dass irgendwann es eine Art Überwachungsbehörde gibt, die, also eine Regierungsbehörde, die die Möglichkeit und die, die Macht hat, das nicht nur zu reverse-engineeren, sondern diese Algorithmen, sondern auch eben wirklich tatsächlich reingucken und sicherstellen, dass die fair sind, weil es scheint mir so wichtig, nachdem, das könnte der Unterschied zwischen dem Leben und dem Tod sein oder dem, einem Job bekommen oder den Job nicht bekommen oder nach seiner Rasse profiliert zu werden oder eben nicht. So, also geht das in diese Richtung oder kann man das noch nicht sagen? Manche Leute rufen nach so einer Bundeskommission, einer Algorithmenkommission, die dieses Oversight-Work macht. Aber das ist noch so früh, dass man nicht wirklich sagen kann, dass es da einen richtigen Push für gibt. Aber das ist eine gute Idee. And again, number two, please. Nummer zwei. Vielen Dank für den Talk. Ich frage mich nur, ob du einige Beispiele zeigen kannst, einiger Produzenten oder Benutzer dieser Algorithmen, die tatsächlich in der Öffentlichkeit da tatsächlich verantwortungsbewusst damit umgehen und wenn ja, wie und wie die das machen. Ja, es gibt ein paar Firmen, zum Beispiel DataKind, die versuchen, algorithmische Systeme verantwortungsvoll oder am verantwortungsvoll möglich zu benutzen. Ich habe ein paar Sachen gebaut. Wir müssen auch Google und in diesen Riesen gut zugute heißen, dass sie irgendwie versuchen, Transparenzsysteme einzubringen, die dir irgendwie helfen, da Transparenz reinzubringen, zum Beispiel, dass Daten gesammelt werden. Wenn es zum Beispiel auf Amazon.com geht, dann seht ihr, dass eine Empfehlung gemacht wurde und das ist relativ transparent. Ich weiß, dass da eine Voraussage gemacht wird und es steht dann auch, warum, weil du halt ein bestimmtes Ding gekauft hast. Und Google hat was Ähnliches, wenn du in Google Ad-Settings nachguckst, könnt ihr sogar Personalisierung der Werbung abschalten und ihr könnt halt auch sagen, was so ungefähr über dich gelernt wurde, welche Interessen du hast. Eine Frage aus dem Internet, bitte. Billet Q fragt, wie vermeidest du Voreingenommenheit und in der Maschinenlernen? Also zum Beispiel, ein Algorithmus könnte gegen Frauen und Minderheiten benutzt werden. Und wenn wir nur unbekannten Daten benutzen als Grundlage. Ja, was man machen kann, ist zum Beispiel erstmal checken, nachgucken, wie positive Ergebnisse verteilt werden über irgendwelche Klassen. Wir können auch welche Fairness-Beschränkungen die Algorithmen reinbringen, wenn sie das System lernen. Zum Beispiel zwei Papers. Das ist ein gutes Paper, Fairness to Awareness, das beschreibt, wie man das tun kann. Also das empfehle ich dann, das ist ganz gut. Thank you. Microphone 2, please. Mikro 2, bitte. Danke für den Talk. Hi. Hi there. Okay. Ich sehe natürlich ein Problem mit den schwarzen Boxen, mit den Blackboxes, vor allem für Verbrechensbekämpfung. Aber wenn wir uns Werbungssysteme ansehen, dann sind sie sehr vernetzt. Das heißt, es gibt ganz viele Systeme, die zusammenarbeiten und Daten austauschen über offene APIs oder RESTful APIs, also oder Demand-Side-Plattformen, Austauschplattformen und so weiter. Kann das helfen, um zumindest die Awareness zu erhöhen, wo Personalisierung und
Aufzählung passiert. Also wenn ich mir jetzt BuildWith ansehe oder die dann herausfinden, welche JavaScript-Libraries irgendwo benutzt werden, kann das helfen, um Leute aufmerksamer zu machen auf all diese Punkte, wo man möglicherweise Ziel wird? Also du meinst jetzt mit Werbung, der Fakt, dass es dahinter einen komplizierten Auktionsprozess gibt, eigentlich mehr komplizierter, also ich habe kurz gesagt, dass herausgefunden, dass das ein statistischer Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber das heißt nicht unbedingt, dass der Algorithmus vorteilsbasiert ist. Er könnte diesen Auktionsprozess, könnte es natürlich sein, dass Frauen wertvoller eingeschätzt werden, wenn es um Werbung geht. Dann werden diese Werbung halt von was anderen verboten. Das kann schon passieren. Das macht es eigentlich komplizierter. Ich weiß nicht, ob es hilft mit dem Vorurteil oder nicht. Die Frage ging eher in die Richtung, kann es helfen, das überhaupt auftauchen zu lassen und Leute darauf aufmerksam zu machen, dann kann ich meine Kinder darüber interessant, aber meiner Oma kann ich das nicht erklären, die auch in ihrem iPad ins Internet geht. So, der Fakt ist, diese Systeme verstehen es nicht ganz. Okay, I think the main problem is that we are. Das Problem ist vor allem, dass wir hinterher sind. Und dass wir überhaupt als Ziele sind und viele Leute wissen das, aber noch viel mehr Leute wissen das eben nicht. Und die darauf hinzuweisen, dass sie Ziele sind, irgendwie, das ist etwas, das nur gezeigt werden kann von einer weiteren Instanz, die diese Daten sichtbar machen und die möglicherweise automatisiert das zeigen. Ja, okay, das kann natürlich schon passieren. Noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Ja, im IRC. Wie fragen Sie, wissen wir, dass die Vorhersage auch das Ergebnis beeinflusst und das kann nicht kontrolliert werden? Und außerdem gibt es auch Fälle oder Gegenden, wo Machine Learning einfach nicht angewandt werden sollte? Ich glaube, dass das eine, ja. Also ich glaube schon, dass in manchen Fällen Maschinen lernen nicht das Passende sein könnte, wenn du zum Beispiel Maschinen lernen benutzt, um zu zeigen, wer durchsucht werden sollte. Das, finde ich, sollte nie dazu benutzt werden. Und wenn es nur ein Teil des Beweises ist, den du angucken musst, dann ist es vielleicht gut, aber sehr vorsichtig sein in Kontexten, wo die Sachen ernster sein können, wie zum Beispiel No-Fly-Listen. Mikro 2 nochmal bitte. Noch eine zweite Frage, die mir gerade eingefallen ist. Also bevor Algorithmen überhaupt aufkamen, gab es da vorher schon Fälle von ernsthaftem Schaden, der individuellen oder Individuen oder Gruppen zugefügt worden ist, und das kann gezeigt werden, also darüber, dass ein System an Menschen systemisch vorbeeinflusst ist und eine bestimmte Aktion passiert wird. Und kann man das anwenden auf die Tatsache, dass Leute dann tatsächlich sich ändern müssen und sie ändern, wie sie praktisch ihre Sachen machen, um praktisch diese Vorbestimmung aus dem System zu entfernen. Wie kann man das machen, wenn das System oder wenn die Systeme da algorithmisch sind? Ist es einfach nur menschliche Überwachung oder gibt es da was anderes? Also das ist ein Vorteil, wenn wir uns darüber Sorgen machen, dann können wir das optimieren. Das können wir die Systeme trainieren, dass sie weniger biased sind. Aber es wird immer Fehler geben. Das ist ein davon unabhängiges Problem, wo Fehler drin sind, muss man halt auch darauf aufpassen. Also eine Möglichkeit, wie man das vielleicht tun könnte, ist, indem man die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, ansieht und guckt, wie groß dann jetzt das Vertrauen in diese Entscheidung ist. So, there's no more question. Keine weiteren Fragen. Dann schließe ich den Talk jetzt. Vielen Dank. Einen großen Applaus, Jennifer Helsby. Und das Übersetzungsteam.